Hallo zusammen. Ich möchte mit diesem Tutorial die Logik und Funktionsweise der Klonerobjekte in Cinema 4D erklären. Klonerobjekte sind für uns Architekten innerhalb von Cinema 4D nicht nur für das Setzen von Bäumen oder Menschengruppen interessant, sondern lassen sich auch vielfältig für die Modellierung und letztendlich für das Entwerfen von Fassaden heranziehen. Dafür habe ich folgendes Preset vorbereitet. Wir haben hier eine Datei, in der finden wir mehrere Objekte, auf die wir Cloner anwenden möchten. Und wir finden ein paar Basisobjekte, die geklont werden sollen. Los geht's mit dem ersten Kloner. Da ist er. Ihr habt gesehen, dass ich aus dem Menü MoGraph jetzt ein Klonobjekt in meine Szene gezogen habe. Und da passiert erstmal gar nichts. Das Klonobjekt ist eine Art Container, den ich definieren kann, wie es die Objekte klonen soll, die ihm untergeordnet werden. Das heißt, jetzt sehen wir die Wirkungsweise des Kloners. Ich habe den Würfel dem Kloner untergeordnet und sofort erzeugt dieser 3, 4, 5, 6, 7, 9 Duplikate dieses Würfels. Die Duplikate werden standardmäßig erstmal in 50 cm in Y-Achse übereinander gesetzt. An diesen Werten, wie die Klone und wo die Klone erscheinen, kann man natürlich drehen. Das heißt, ich kann die verschiedenen Achsen modifizieren. Ich kann einen globalen Skalierungsfaktor auf diese Achsen legen oder auch eine Rotation. Das sind alles Standardfunktionen, die dann mit jedem Schritt des nächsten Klonobjektes immer wieder als Skalierung, Drehung, Versatz dazukommen. Ich kann aber nicht nur dieses eine Objekt klonen, sondern ihr ahnt es schon, deswegen habe ich hier diese mehreren Objekte angelegt. Man kann dem Kloner natürlich mehrere Objekte unterordnen. Jetzt passiert was ganz Interessantes. Nicht nur, dass diese Skalierungswerte auf diese Objekte angewendet werden und jetzt also auch diese Kugel aufskaliert wird. Das ist nicht weiter verwunderlich. Interessant ist der Fakt, dass, ich trage jetzt hier mal wieder die Grundwerte ein. So, vielmehr ist interessant, dass der Kloner die einzelnen Objekte, die irgendwo liegen, ja, man sieht das hier, ich kann da auch die anderen Achsen mal verschieben, da sieht man das deutlicher. Der Kloner saugt diese Objekte auf und legt die, zieht den Nullpunkt der Objekte quasi in den Nullpunkt des Kloners. Das ist ein wichtiger Fakt, den man wissen muss, dass Klone immer, oder dass von den Klonen immer der Nullpunkt relevant ist. Aber dazu kann man später nochmal ausführlich berichten, wie man damit umgeht. Für uns interessant ist erstmal den Kloner in der Gesamtübersicht anzuschauen. Wir sehen also, dass wir Klone linear übereinander verteilen können. Das ist die Basisfunktionalität. Wir sehen, wenn wir hier mal die Punkte der Reihe nach durchgehen, wir können die einzelnen Duplikate oder Klone wiederholen lassen. Wir können sie per Zufall anordnen lassen. Das ist interessant.
Ich kann diesen Zufallswert hier über den Startwert editieren und kann hier so lange draufklicken, bis ich sage, ah, jetzt ist es wirklich interessant für mich. Ich kann sie überblenden lassen, dann wird die Anzahl der Klone in Bezug zu der Summe der zu klonenden Objekte gesetzt und dann quasi aufgereiht oder sortieren lassen. Auch dazu später nochmal mehr. Bleiben wir mal beim Zufallswert und ändern den Modus in den Gittermodus. Der Gittermodus ist hier im Standard definiert als drei Reihen, jeweils in der Höhe, Tiefe und Breite. Und diesen Gittermodus, hier mache ich jetzt der Einfachheit halber, damit man das besser sieht, was ich gleich vorhabe, lege ich mal nur den Würfel da rein, das heißt die anderen beiden Objekte wieder raus und ausgemacht. Der Gittermodus offenbart uns jetzt zum einen auch für die leichte Übersichtlichkeit hier mal in der Tiefe nur ein Feld. Er offenbart uns jetzt in der Version 18 von Cinema 4D eine Funktionalität, die wir gerade im Bereich von Fassadenkonstruktionen sehr schätzen werden. Ich kann nämlich hier wählen zwischen Endpunkt und pro Schritt für das Setzen der Klone. Was ist der Unterschied? Wenn wir hier drei Klone in Breite und Höhe sehen, dann definiert dieses Maß die Gesamtbreite, sofern hier Endpunkt steht. Bedeutet, ich kann jetzt innerhalb dieser 200 cm hier Klone rein verteilen, so wie ich das denke. Alternativ ahnt ihr schon, was passiert, wenn ich hier auf pro Schritt umschalte. In dem Fall wird jetzt das Verhältnis, das die Objekte zueinander durch die eingegebenen Werte gerade hatten, das wird umgerechnet. Daraus ergibt sich jetzt dieses Schrittmaß. Und dieses Schrittmaß ist jetzt definiert. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt weitere Klone dazufüge, zwingt der Kloner die nicht mehr innerhalb der eingestellten 200 cm, sondern es kommt immer im Schritt von 40 cm eine neue Einheit, eine neue Achse dazu. Das ist interessant, das ist von der Funktionalität wesentlich praktikabler. Damit kann man eine ganze Menge machen. Okay. Sortieren wir das mal wieder ein. Und sehen hier jetzt schon den nächsten interessanten Punkt. Geklont werden natürlich auch Objekte, die gar nicht aktiv sind. Bedeutet, ich kann diesem Kloner auch Objekte, wie zum Beispiel ein leeres Nullobjekt, unterordnen. Und auch dieses mitklonen lassen. Ein leeres Nullobjekt enthält ja keine eigene Geometrie, sodass mein Klonfeld jetzt Löcher hat. Das ist erstmal ein interessanter Aspekt, den es für einige Aufgaben, das bringt eine Reihe von spannenden funktionalen Erweiterungen, wenn man solche Tricks dann mal nutzen kann. Gut. Schauen wir mal weiter. Es gibt neben der Linear- und Gitter-Anwendung noch
Radial- und Wabenanordnung, dazu werde ich auch später was sagen. Der interessante Aspekt für uns Architekten ist, wie ich finde, neben der Gitteranordnung linear vor allen Dingen der Bereich der Objektanordnung. Und das wollen wir uns mal detaillierter anschauen. Ich habe jetzt also den Kloner auf den Objektmodus gestellt und jetzt sind die Klone erstmal verschwunden, weil natürlich hier abgefragt wird, mit welchem Objekt denn die Klone verbunden werden sollen. Und hier ziehen wir uns als erstes mal das Loft-Objekt hinein. Wir sehen jetzt, dass auf die Punkte, sprich die Eckpunkte der Loft-Unterteilung, diese Klone angewendet wurden. Gehen wir mal durch, was hier optional noch angeboten wird. Neben dem Punktmodus gibt es den Kantenmodus. Ja, man kann es hier vielleicht ganz gut erkennen. Jetzt sitzen die Objekte nicht mehr an der Ecke. Ich springe nochmal zurück. Ecke der Unterteilung. Kante sitzt erstmal hier in der Mitte. Es gibt Polygonmitte. Das ist soweit auch selbsterklärend. Oberfläche. Okay. Jetzt werden also 20 Objekte auf der Oberfläche verteilt. Jetzt werden 200 Objekte zufällig auf der Oberfläche verteilt. Man sieht es hier. Ich kann die Verteilung, wo die angeordnet werden, ändern. Das ist dieser Startwert. Dieser Startwert gibt sozusagen bei der Verteilung an, nach wie vor, welches Klon das ist. Das heißt, ich habe jetzt also zwei Kombinationsmöglichkeiten. Volumen, Achse ebenfalls später oder in einem anderen Tutorial. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Volumen ist in jedem Fall auch noch selbsterklärend. Die Option, die ich jetzt einfach übersprungen habe oder die ich sehr schnell behandelt habe, nämlich den Kantenmodus, möchte ich nochmal etwas detaillierter ausführen. Der ist nämlich ganz interessant, wenn wir uns das Klon mal nur mit dem Würfel bestücken. Der Kantenmodus enthält nämlich eine Option hier unten, ganz unscheinbar, auf Kante skalieren. Die kann ich anschalten und den Skalierungsfaktor auf 100% setzen. Das bedeutet, dass mein Würfel jetzt komplett auf die jeweilige Kantenlänge skaliert wird. Jetzt mache ich nochmal den Würfel etwas gefälliger für diese Anwendung. Und wir sehen, dass eine sehr komplexe Form jetzt mit so einer Art konstruktiver Struktur ausgestattet wird. Und ich kann das Loft-Objekt auch unsichtbar machen und sehe jetzt so eine Art Objektstruktur, die wir ganz gut aus dem parametrischen Pavillons, die man so kennt, schon gesehen haben. Und das hier in 0, nichts nachgebaut. Da wir uns hier als Basis ein parametrisches Loft-Objekt erzeugt haben, bedeutet das, ich schalte mal den Kloner aus, das Loft-Objekt wieder an. Im Punktemodus kann ich dieses Loft-Objekt natürlich jetzt modifizieren. Ja, ich kann also die Form dieses Loft-Objektes
beeinflussen und das natürlich jetzt genauso in Echtzeit mit diesen, sagen wir mal, mit dieser Konstruktion. Das ist natürlich, wenn man das im Detail anschaut, jetzt nicht mit Rhino oder Grasshopper in Kombination zu vergleichen. Ja, man sieht, hier wird tatsächlich jeweils an die jeweilige Vertex-Normale, also sprich immer die Mitte jedes Polygons, was ja im Hintergrund erzeugt wird, von dem ausgehend wird quasi für jede Kante eine Normale definiert und daran werden natürlich diese Klone ausgerichtet. Ja, das heißt, was hier kommt, also man könnte danach auf keinen Fall irgendwie was bauen, aber wir können uns diese Funktion, also erstmal mit dieser superschnell erzeugten Konstruktion tatsächlich einen ersten Eindruck von so etwas erzeugen, beziehungsweise wir können es auch für den Modellierungsbereich noch sehr, sehr gewinnbringend, sage ich mal, einsetzen. Okay, also man kann hier sehen, dass wird hier immer nachgeführt. Jetzt schauen wir uns mal den nächsten Zusammenhang an. Ich werde mal diesen Kloner duplizieren, Command C, Command V, und möchte den nächsten Kloner anwenden auf das Polygonobjekt, sprich dieses hier. Hier wollen wir uns nochmal genauer den Zusammenhang zwischen der Polygonmitte und dem Kloner anschauen. Dazu werde ich jetzt erstmal den Kloner auf Polygonmitte stellen und das Polygonobjekt hier in die Objektverknüpfung hineinziehen. Jetzt ist erstmal erwartungsgemäß genau das passiert, was wir dem Kloner bis jetzt gesagt haben, nämlich setze das zu klonende Objekt, diesen Würfel, auf die Polygonmitte. Ich werde jetzt mal abfragen, indem ich hier in den Polygonmodus gehe, das Polygon anklicke, ein Polygon anwähle, dann sehe ich nämlich, dass dieses Polygon in einem Achsmaß von, das Gesamtpolygon in einer Unterteilung von jeweils 125 auf 300 cm unterteilt ist. Also ich kann mir hier ein einzelnes Polygon abfragen. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt nicht zählen und rechnen muss, denn wir sehen ja, dass die Gesamtausdehnung 25 mal 12 Meter ist. Ich werde jetzt mal diesen untergeordneten Würfel auf diese 125 mal 300 bringen. Ups, falsche Achse. Das machen wir mal nur 10. Und das machen wir 300. So, erwartungsgemäß ist jetzt, wenn der Würfel, der hier mal stellvertretend für ein Fassadenmodul in unserer Fähigkeit, das zu abstrahieren, stehen soll, erwartungsgemäß wird jetzt mit diesem Würfel die gesamte Fassade zugezogen, indem er immer hier in jedes einzelne Feld reingeklont wird. Mit gedrückter Control-Taste werde ich mal
zwei Duplikate dieses Würfels anlegen und jedem dieser Duplikate ein eigenes Material geben, um zu sehen, was jetzt hier passiert. Der Kloner ist ja auf Zufall gestellt. Das bedeutet, die drei Objekte, die ihm untergeordnet wurden, werden jetzt zufällig auf dieser Oberfläche verteilt. Den Zufallswert kann ich natürlich wieder editieren, das haben wir schon gesehen. Jetzt ist das erstmal eine interessante Ausgangsvoraussetzung, die aber mir jetzt natürlich sehr schnell nicht mehr ausreicht, weil eine zufällige Verteilung von Objekten, sei das jetzt eine Farbverteilung von Fassadenplatten oder seien das jetzt verschiedene Fassadenmodule, das mag zwar interessant sein, das erschöpft sich aber relativ schnell. Deswegen möchte ich als nächstes etwas ins Spiel bringen, mit dem die Kloner in engem Zusammenhang stehen. Das sind nämlich sogenannte Effektoren. Effektoren beeinflussen geklonte Objekte. Also oder beeinflussen die Klone. Es gibt hier eine ganze Reihe von Effektoren, auf die ich nicht jeweils eingehen werde, denn vieles davon spielt sich im Animationsbereich ab. Zeit oder Soundeffektor brauchen wir jetzt hier für unsere Betrachtungen der Potenziale von Klonern für das Fassadenmodelling nicht. Für uns interessant sind, sag ich mal, vor allen Dingen zwei Optionen dieser Effektoren. Das ist der Zufalls- und noch viel potenzialgeladener der sogenannte Shader-Effektor. Ich werde, um zu erklären, was ein Effektor überhaupt ist, mal mit diesem Zufallseffektor anfangen. Der, wie der Name schon verspricht, jetzt also den Kloner beeinflusst, der gerade aktiv war. Ja? Also die Verknüpfung des Kloners mit dem Zufallseffektor, ich sortiere mir den mal vorsichtig, da muss er hin, er darf also nicht dem Loft-Objekt untergeordnet werden. Die Verknüpfung passiert in diesem Feld oder ist aus diesem Feld des Kloners Entschuldigung, auslesbar. Und man sieht, dass ich jetzt hier diesen Kloner auch innerhalb diesen Zufallseffektor auch innerhalb des Kloners jetzt aus- und anschalten kann. Ich deaktiviere mal den Kloner. Wenn ich jetzt einen weiteren Effektor zuweisen will, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal hier den Formeleffektor, dann wieder auf den Bereich Effektor des Kloners klicke, sehe ich, der fehlt jetzt hier drin. Warum? Der Kloner war im Moment, als ich den Effektor angewählt habe, nicht aktiv. Demzufolge ist der Effektor nicht mit dem Kloner verknüpft. Ich muss ihn also hier noch verknüpfen, indem ich ihn hier reinziehe, damit dieser Effektor dann ebenfalls wirkt. Das ist wichtig zu wissen. Also immer den Kloner anmachen, bevor man einen Effektor erzeugt oder im zweiten Schritt diesen dem Kloner zuordnen und genauso kann man den wieder löschen, indem man hier die Entferntaste drückt. Schauen wir uns mal den Zufallseffektor genauer an. So, um den soll es gehen. Was macht der jetzt? Er bringt uns also vor allem vier Hauptparameter ins Spiel, die da sind. Position, das heißt, ich kann hier die Lage in den jeweiligen Achsen, hier könnte ich zum Beispiel sagen, da 0,
aber hier in dieser Achse sollen die Klone verschoben werden. Das kann ich hier über die Position bestimmen. Ich kann die Skalierung achsenweise bestimmen. So. Vielleicht interessanter die X-Achse. Okay. Oder den Winkel. Klar kann man natürlich auch diese ganzen Effekte miteinander kombinieren. Position, Skalierung und Winkel. Das ist natürlich zu prüfen, inwieweit das dann für Fassadenthemen interessant ist. Die vierte Option ist erstmal auf den ersten Blick ganz unscheinbar. Die gibt nämlich hier unten Klone ändern an. Und wenn ich diese Option mal hier bis zu 100% aufziehe, dann hat sich die Reihenfolge der Objekte geändert. Es gibt also jetzt hier unter Effektor, wenn man sich das anschaut, den Zufallsmodus, ja, den ich verschiedene Zufallsalgorithmen, die ich hier noch auswählen kann. Und natürlich gibt es hier den Startwert. Ja. Das heißt, hier kann ich jetzt wieder an diesem Startwert dran rumspielen. Der Effekt, der jetzt passiert, ist, dass der Startwert des Kloners jetzt keine Bedeutung mehr hat. Ja, ihr seht, wenn ich den jetzt ändere, dann zwingt jetzt der Zufallswert, hat eine höhere Priorität, zwingt also dem Kloner diese Verteilung auf. Das ist, wenn ich Zufall gegen Zufall ersetze, natürlich erstmal also macht scheinbar dasselbe. Sie werden gleich sehen, dass in einem anderen Anwendungsfall das natürlich höchst interessant ist. Denn neben dem Zufallseffektor, den ich jetzt mal ausschalte, möchte ich meinem Kloner, diesem hier, jetzt mal den schon so angepriesenen Shader-Effektor zuweisen. Und der macht jetzt Folgendes. Erstmal muss ich gucken, was ist passiert, wenn dieser Shader-Effektor jetzt mit dem Kloner verknüpft wurde. Man sieht ja, irgendwas ist jetzt hier anders. Und wir gucken mal wieder bei Parameter, was der als Standard mitbringt. Er hat jetzt einfach meine Objekte skaliert. Das mache ich mal aus und wir machen mal den Winkel vielleicht. So. Ich drehe jetzt mal an diesem Winkel rum. Der Unterschied ist jetzt schon signifikant. Ja, wir sehen, der Shader-Effektor in Kombination hier mit dem Winkel oder auch mit der Position macht jetzt erstmal alle Objekte. Also anders als der Zufall, der einfach zufällig verteilt hat, macht der Shader-Effektor erstmal eigentlich gar keinen Sinn. Denn warum soll ich jetzt hier alle Objekte drehen wollen, wenn ich doch das mit dem Kloner selbst auch könnte? Der eigentliche Clou des Shader-Effektors ist natürlich, wie der Name sagt, dass ich in diesem Feld Helligkeitsinformationen aus Shadern oder eigenen Bildern auslesen kann. Und das demonstriere ich mal am einfachsten darüber, dass ich diesem Shader jetzt einen Farbverlauf zuweise. Und dieser simple Farbverlauf bringt jetzt den eigentlichen Effekt, den dieser Shader-Effektor mitbringt, sehr schön zur Geltung. Wir sehen nämlich jetzt, dass im Bereich der schwarzen, sozusagen wo die Farbe schwarz wirkt,
Die eingestellten Parameter machen wir hier mal 90 Grad. Ja, das hier, wo schwarz ist, wirken diese 90 Grad zu 100%. Wo weiß ist, wirken diese eingestellten 90 Grad überhaupt nicht. Und dazwischen wird interpoliert. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Verlauf, machen wir mal langsam, ich klicke hier also einfach drauf und bekomme dann innerhalb dieses Shaders Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Bereich, wo jetzt schwarz und wo jetzt weiß und wo Verlauf ist, einstellen zu können. Und wir sehen, dass jetzt natürlich viel mehr Elemente, also immer im Verhältnis zur Gesamtbreite wird das angewendet, viel mehr Elemente 90 Grad gedreht sind, viel mehr Elemente gar nicht gedreht sind und dazwischen interpoliert wird. Damit kann ich natürlich jetzt schon eine ganze Reihe von interessanten Aspekten der Gestaltung von, in meinem Fall jetzt mal hier diese Scheibe als Fassadenabstraktion gedacht, von Fassaden anwenden. Nochmal. Mit diesem Shader-Effektor und der Modifikation über diesen Farbverlauf kann ich mir natürlich jetzt hier schon eine ganze Reihe von Fassaden vorstellen, die auf diese Art entstehen könnten. Die primär sichtbare, oder das, was primär jetzt hier sichtbar war, ist die Drehung, weil bei dem Shader-Effektor diese jetzt eingestellt waren. Ich will die mal ausschalten und stattdessen nochmal diese vierte Option, nämlich dieses Klone ändern, ins Spiel bringen. Und siehe da, was jetzt passiert, wenn ich diesen Regler bewege, ist, dass die Verteilung der Objekte ebenfalls jetzt durch diesen Farbverlauf erzwungen werden kann. Und wir sehen, dass ich jetzt diese Verteilung beimischen kann. Das, wenn das 0 ist, wird vom Kloner der Zufallswert genommen. Sie sehen, das ist der Zufallswert für die Verteilung. Je mehr ich jetzt diesen Kloner beimische, Entschuldigung, den Kloner, den Shader-Effektor beimische, umso weniger wird dieser Zufallswert noch relevant. Er ist natürlich immer noch jetzt nur noch zu knapp zu einem Drittel relevant oder jetzt eben gar nicht mehr. Das bedeutet, wenn ich hier auf 100% ziehe, kann ich durch eine Bildinformation absolut die Verteilung der Klone innerhalb einer Oberfläche definieren. Im Programm Photoshop habe ich zur Definition einer absoluten Objektverteilung hier mal ein Pixelbild erstellt. Ich habe dafür eine Fläche in vier horizontale Streifen über Hilfslinien gegliedert und durch Auswählen von Bereichen und Fläche füllen exakt Flächen in ihrem Farbwert bestimmt. Dieses Bild werde ich jetzt speichern. Verteilung Kloner. Nochmal überschreiben. Jawohl. Und in Cinema 4D
in den Shader auf die Oberfläche einladen. Dazu klicke ich mir wieder den Shader-Effektor an, gehe auf Shading, ersetze jetzt den Farbverlauf durch Bildladen, wähle den Kloner an und erhalte jetzt die letzte Aktualisierung, sollten wir nochmal ausführen. Bild neu laden, jetzt funktioniert es. So. Das Bild, das Pixelbild ist jetzt 1:1 in meine Elemente, in die geklont werden, übersetzt worden. Das heißt, je nach Anzahl der Klone, ich mache das hier beispielsweise immer mit 3, man könnte das natürlich auch mit 2 oder mit 5 Klonen ausführen, wird jetzt diese Bildinformation, aus dieser Bildinformation werden die Helligkeitswerte ausgelesen und danach die Anzahl der Klone verteilt. Wir sehen also nochmal zur Übersetzung, grün ist unser erstes Klon, das heißt, das entspricht schwarz im Bild, deswegen sind diese Flächen jetzt hier mit dem grünen Klon gefüllt. Weiß ist unser drittes Klonobjekt, das heißt, alles was im Pixelbild weiß ist, wird rot mit dem roten Modul oder mit dem roten Fassadenelement gefüllt und das mittlere entspricht also dem 50% Grau in dem Bild. Das eröffnet fantastische Möglichkeiten, weil ich natürlich jetzt absolut selbst riesige Fassadenflächen durch Bildinformationen in gesetzte Module übersetzen kann. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das nicht nur einfach simple Würfel, sondern eben unterschiedliche Fassadenmodule sind, kann man ungefähr jetzt an dieser Stelle schon erahnen, wie leistungsfähig dieser Kloner für das Erzeugen von Fassadenstrukturen ist. Entschuldigung. Machen wir in dieser Übersicht der Kloner mit dem letzten vorbereiteten Objekt weiter, nämlich diesem polygonalisierten Landschaftsobjekt. Wozu habe ich das gedacht? Ich möchte dazu aus dem Content-Browser, aus den Presets, aus dem Modul Visualize Objekte, Gebäude. Pflanzen. Da möchte ich mir mal einen Baum rausziehen. Und Sie sehen, es gibt hier also zahlreiche Bäume, zu denen man wiederum nochmal einen eigenen Vortrag hören kann. Ich werde mir jetzt mal hier diesen VB Visual Ahornbaum nehmen, durch Doppelklick auswählen und ihn damit zum Bestandteil meiner Szene machen. Wo ist der? Na, im Nullpunkt hier ist er gelandet und ich kann ihn mir ja schon mal auf meine Oberfläche schieben und Sie sehen, was ich wahrscheinlich damit vorhabe. Ich möchte jetzt also einen Kloner erzeugen. Diesen Baum dem Kloner zuordnen. Vorher werde ich aber den Kloner, der jetzt hier im Nullpunkt liegt, mal auf die Position des Landschaftsobjektes bringen. Geht ganz einfach.
Klonobjekt anwählen, Mesh, Entschuldigung, Werkzeug und da Objekte anordnen, übernehmen von dem Landschaftsobjekt. Neu transformieren, anwählen und wenn ich jetzt hier wieder meinen Cursor anklicke, sehe ich, das Klonobjekt sitzt jetzt exakt in der Position des Landschaftsobjektes. Das macht es mir hier jetzt für die nächsten Arbeitsschritte etwas übersichtlicher. Wenn ich nämlich jetzt den Baum einsortiere in den Kloner, kann ich jetzt hier schon mal denselben erkennen. Und Sie sehen, mit dem Standard kann ich jetzt hier nicht so viel anfangen. Ja, mehrere Bäume schwebend über der Landschaft zu verteilen, ist noch nicht der Sinn der Sache. Wir wechseln in den Objektmodus, ziehen in dieses Feld Objekt das Landschaftselement ein und werden jetzt erstmal von der Summe der eingesetzten Bäume erschlagen. Was ist passiert? Der Kloner interpretiert jetzt, Punkt ist die Standardausführung, ich habe das jetzt hier nochmal schnell geändert, er interpretiert also jetzt diese Dutzenden von Polygonpunkten, schalte ihn mal aus, den Kloner, oh, Entschuldigung, so, der ist es. Er interpretiert also jetzt diese Vielzahl von Objektpunkten. Auf jeweils einen dieser Objektpunkte setzt er einen Baum. So, ich mache wieder an. Dauert es nochmal eine Sekunde. Sie können sich vorstellen, dass man mit der vorhin schon mal aufgezeigten Option Oberfläche besser klarkommt. Jetzt werden diese Bäume auf die Oberfläche verteilt. 20 Stück reicht uns für diese erste Demonstration auch erstmal aus. Ich werde jetzt die Bäume drehen, indem ich über das Transformieren. Hier, das schon mal ausprobiert, deswegen weiß ich, dass ich um minus 90 Grad drehen muss, diese Bäume in Position bringe und wir sehen, das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Auf den zweiten Blick jedoch sehen wir, dass jeweils von der entsprechenden Normalen des Polygons auf dem die Bäume landen, der Winkel herangezogen wird, den das die Oberfläche hat, um diese Bäume zu verteilen. Das ist, möchte ich mal sagen, suboptimal, weil Bäume natürlich meistens gerade nach oben wachsen, so dass wir dem Kloner unter dem Menüpunkt Objekt sagen sollten, dass die Klone nicht ausgerichtet werden. So, was ist jetzt passiert? Ich schalte diese Option aus und wiederum liegen die Bäume. Lassen Sie sich davon nicht beirren. Wir haben hier vorhin einen Winkel eingestellt, um gegenzusteuern. Diesen Winkel setzen wir einfach wieder zurück auf 90 Grad, Entschuldigung, auf 0 und sehen jetzt, dass bei deaktivierter Option Klone ausrichten, die senkrecht in den Himmel wachsen, egal wie steil der Hang ist, an dem sie stehen. Klone ausrichten. Was macht Klone fixieren? Ja, das ist ja noch so eine Checkbox mit einem Häkchen. Ich will das auch mal ausschalten. Sie sehen jetzt, dass die Bäume zwar offensichtlich noch nach dem Prinzip dieser
Landschaft verteilt werden. Ja, die sind unterschiedlich hochgesetzt, aber irgendwie befinden die sich jetzt gar nicht mehr an diesem Objekt, nicht mehr auf diesem Objekt, denn hier werden jetzt wiederum Nullpunkte mit betrachtet. Ja, Sie sehen, der Baum ist gar nicht im Nullpunkt des Kloners und der Versatz zwischen dem Nullpunkt des Kloners hier in der Mitte, ja, durch diesen kleinen Punkt erkennbar, wir hatten den ja in die Mitte vorhin des Landschaftsobjektes ausgerichtet. Und hier wird jetzt dieser Versatz zwischen dem Nullpunkt und dem Nullpunkt, dieser Versatz wird jetzt herangezogen und die gesamte Klonanzahl wird jetzt entsprechend versetzt. Das heißt, diese Option lassen wir besser angeschaltet, wohingegen wir Klone ausrichten beim Setzen von Bäumen auf Landschaften besser deaktivieren. Mit dem Landschaftsobjekt und den Bäumen möchte ich Ihnen noch eine weitere Option beim Setzen von Klonen auf polygonale Oberflächen erläutern. Und zwar können wir ja jetzt innerhalb dieses Landschaftsobjektes durch Selektionen, Sie sehen, da hatte ich schon mal was getestet. Wir können also durch Selektionen Bereiche exakt definieren. Diese Selektion habe ich jetzt durch das Anwählen, das Aufmalen von Polygonen bestimmt und möchte diese Selektion jetzt speichern. Das kann ich auf zwei Wege tun. Ich kann auf der einen Seite sagen, Selektion einfrieren. Ich könnte aber auch zur besseren Visualisierung mal hier dieses rote Material auf die Selektion ziehen und wir sehen, jetzt werden also diese Polygone mit diesem Material ausgestattet. Gleichzeitig ist natürlich hier dieses Selektionstag mitgekommen, ist entstanden dadurch, indem diese aktiven Polygone abgespeichert sind. Und der Kloner mit dem Baum, den ziehe ich mir jetzt mal auch hier runter, der Kloner mit dem Baum kann, sofern es sich um ein Polygonobjekt handelt, das hier verknüpft wurde, ja, das erkennt das durchaus, kann hier unten mit einer Selektion was anfangen. Und das ist interessant, wenn ich jetzt hier diese Selektion da reinziehe, sollten jetzt eigentlich hier Bäume erscheinen. Warum tun sie das nicht? Ich deaktiviere das mal wieder. Na, warum? Sie sehen, dass kein Baum bei der jetzigen Verteilung auf dieser Oberfläche, die hier rot markiert ist, gelandet ist. Wenn ich die Anzahl maßgeblich erhöhe, ich sage jetzt mal 200 Bäume, dann sehen Sie, aha, einige dieser Bäume treffen jetzt auf diese Oberfläche. Und wenn ich sage, er soll das auf die Selektion begrenzen, ich aktiviere das hier hinten also wieder, bleiben nur noch die übrig, die anderen werden ausgeblendet. Ich kann also hier durch eine sehr hohe Anzahl, ich mache jetzt mal 500 Stück, kann ich also Bäume insgesamt auf die Oberfläche verteilen und sagen, begrenze die Sichtbarkeit oder begrenze das, was man sieht, nur auf die Objekte, also die Klone, die auf dieser Selektion stehen. Ja. Damit knüpfe ich jetzt also an eine bestimmte Polygonauswahl ein zu klonendes Objekt. In dem Fall sind es Bäume. Wir haben jetzt also mit diesem umfassenden Ritt
durch die Funktionalität des Kloners. Hier habe ich vorhin aus Versehen was umgestellt. So, haben wir also gesehen, wie umfangreich die Klone sich im Zusammenspiel mit Objekten verhalten können. Wir haben gesehen, wir können es Parameter, also wir können auf Kanten klonen, die dann auch noch parametrisch nachgeführt werden. Also so wie ich das Quellobjekt ändere, werden auch diese Objekte, die da drauf geklont werden, inklusive der Skalierung, das ist jetzt ein bisschen hässlich, so machen wir es mal, werden nachgeführt. Wir haben gesehen, dass wir bei diesem Objekt durch Bildinformationen aus einem Pixelbild oder aus Helligkeitsinformationen aus Shadern die Verteilung der Klone definieren können. Und wir haben gesehen, dass wir auf bestimmte Polygone Klone anwenden können. Hier bei den Bäumen. Mit dieser Übersicht will ich es jetzt erstmal belassen und in den detaillierten Videos zu den Fassadenbeispielen das breite Anwendungsfeld mit diesem Basiswissen ausbreiten.